Guten Tag, es ist der 11. August und ich melde mich hier aus Binz. Ich warte jetzt hier gerade noch auf den Zug Richtung Lauterbach-Mole, steige dort aus und gehe ein Stück wieder zurück, um dort dann einmal sowohl den Rasen Roland als auch den Zubringer auf dem Dreischienengleis zu fotografieren. Danach geht es dann mit dem Zubringer nach Bergen auf Rügen. Dort werde ich nur eine Stunde sein, das ist eigentlich eher ein bisschen die Wartezeit überbrücken, da ja der Rasen Roland auf dem Teilstück nur alle 2 Stunden fährt. Und dann geht es per Rasen Roland noch nach Barbe, wo ich dann die letzten Aufnahmen für heute wahrscheinlich machen werde, vielleicht ändere ich aber das auch. Ich sitze jetzt hier an einem Wagen, der wieder in den, ich denke mal, in den DDR-Zustand zurückversetzt wurde oder in diesem erhalten geblieben ist. Der trägt Werbung für die Prenzlstalbahn, also die Museumseisenbahn, den Verein. Ich habe den gestern schon mal gekriegt und umfassend auch fotografiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass als Ort der Hauptuntersuchung JÖ angegeben ist, was sogar darauf hinweisen könnte, dass er bei der Museumsbahn gemacht wurde hier zuletzt. Das ist also meine Fotostelle, wäre es gewesen hier, habt ihr gesehen, aus dem ICE ist nichts durchgekommen. Ich habe ganz am Anfang den O-Deck knapp verpasst und es sieht auch eigentlich tatsächlich nicht so gut aus. Ein bisschen höher, ein bisschen zugebucherter als erwartet. Deshalb werde ich mich jetzt einfach wieder hier auf den Rückweg machen zum Rasen Roland mit dem Zubringer oder Zugbringer, wie auch immer man das Wortspiel.
damit verabschiede ich mich